Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETH 2 auf der ProMod 2.12 und im Anhang der RusMap 1.7. Tja, wir alle wissen, ne, wie ich über den DAF immer schimpfe, wenn wir auch nur ein Hügelchen mal so kurz vor uns haben. Ja, wir stehen hier im schwedischen Westeras und ich habe einen Auftrag angenommen, der uns nach Klagenfurt, Österreich bringen wird. Ich dachte, ne, Hügelchen, wir wollen Berge. Wir quälen dann den DAF durch die Berge, aber noch ist lange nicht so weit, ne. Bis Klagenfurt nach Österreich ist es eine weite, weite Strecke. Da müssen wir erstmal ein paar kleinere Hügelchen üben mit dem DAF, bevor wir dann in die österreichischen Berge wirklich eintauchen dürfen. Hier langsam vom Gehöft wieder runter. Ups, ein bisschen den Bordstein mitgenommen. Nur ein kleines bisschen, ist gar nicht so doll aufgefallen. Dürfte wahrscheinlich nur der Reifen kaputt sein. Ist nicht unser Auflieger. Tja, auf ins gute Österreich. Quasi einmal durch Europa wieder halbwegs durch, ne? Aber nur die langen Strecken bringen ja immer die erwünschte Kohle, sag ich mal. Wir müssen auf diesem Profil hier so langsam mal wieder ans Geld verdienen denken. Geld. Außerdem wollen wir natürlich auf der Tour so ein bisschen die Promods wieder erkunden, ne? Was denn da jetzt so im deutschen, tschechischen und österreichischen Raum, da wo wir so durchkommen werden, sich alles verändert hat. So, Herr Busfahrer, Herr Krawattentracker, biegst doch bestimmt jetzt ab, oder? Nee. Ach, weißt du was, bis du dich hier rangeschlichen hast, du mein Freund, allen Ernstes. Da bin ich ja schon fünfmal in Klagenfurt angekommen. Busfahrer werden gebeten, nicht immer den fließenden Verkehr aufzuhalten. Ja, kleiner Dorf, auf der geraden Strecke hast du jetzt noch nicht so viel Mühe, ne? Du kommst zwar nicht richtig aus dem Knick, wir haben 120 Tonnen geladen, aber was soll erst mit dir werden, wenn wir denn hier, ja, Hügelchen in Österreich sind das ja gar nicht mehr, da reden wir schon über ausgewachsene Berge. Was soll dann nur aus dir werden? Das Ganze kann nur schon wieder in einer Katastrophe dann enden. Wir werden verhungern am Berg. So wird's doch dann irgendwann aussehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Tja, und der eine oder andere, der die letzte Folge hier gesehen hat und gesehen hat, wie wir hier in Westeras angekommen sind, der wird sich natürlich gefragt haben, wie bist du denn da jetzt deinen Auflieger noch losgeworden? Ich habe das Spiel kurz beendet, habe es neu geladen und wie durch Zauberei hatte in der Zwischenzeit anscheinend irgendjemand diesen Trailer da abgeholt. Wie auch immer und warum auch immer er da auf unserem Parkplatz stand, wo der Trailer hin sollte und so. Keine Ahnung, aber auf einmal war er wie durch Zauberhand weg. Die Promods kann manchmal zaubern. So, apropos Zaubern, bleib du mal auf deiner Spur, bis ich an dir vorbei bin. Dankeschön. Tanken müssten wir demnächst auch mal, aber vielleicht kommen wir ja noch aus dem skandinavischen Bereich so ein bisschen raus. Hier ist bekanntlicherweise der Diesel etwas teurer, als wenn wir weiter im Süden tanken.
Wenn wir jetzt noch bis auf Skandinavien rauskommen würden, wäre natürlich schicki. Sparen wir mal wieder ein paar Euro. Oh, was ist das für eine schöne Tafel hier? Scheint was Neues zu sein, was wir da gesehen haben wieder. Das sind wie die Geschwindigkeitsmessanlagen, an denen man hier teilweise durchfährt oder vorbeifährt. Ne? Kann man dann immer schön seine Geschwindigkeit ablesen und kurz danach steht dann der Blitzer. Peng. Ja, ja. Natürlich auch schon durchgefahren. Wir mal wieder schön durch die dunkle Nacht, die hier in Skandinavien irgendwie gar nicht so dunkel ist. Ne? Oh. Es ist, wieso wirst du denn auf einmal so langsam? Ach so, weil du uns ausbremsen wolltest. Ja, klar. Kann ich natürlich verstehen. Busfahrer schickt das Arbeitsamt. Meine Güte. Quälen wir uns jetzt schon hier das Hügelchen um. Ne? Wie soll es nur werden, wenn die Berge rufen? Ich höre sie ja jetzt schon rufen und lachen. Ja. Die Berge rufen und lachen mich aus, weil ich mit meinem kleinen untermotorisierten DAF da vorbeikommen werde. Und recht haben sie. Mit dem Lenkrad ein bisschen spielen hier, damit ich sehen kann, wie weit wir noch 981 Kilometer kommen. Ja, da kommen wir ja noch locker aus Skandinavien noch raus. Ah, können wir ja wieder günstig tanken. Gott sei Dank. Eieiei. Da ist der stärker in die Eisen gegangen, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Eieiei. Ja, fahr nur vor, du. Ernsthaft. Oh, wart ab. Dich hole ich gleich aus deinem Bus, da steht mal fest. Nimmt uns die Vorfahrt und bleibt dann auch noch stehen. Okay, über meinen kleinen Fahrfehler davor wollen wir jetzt nicht großartig diskutieren. Mann. Und wieder ein Hügelchen hochgequält, ne?
Naja, wo soll das nur enden, wenn die Berge rufen? Krawattentracker da vorne gar nicht ein. Ich wollte ihm das so gerne nochmal die Meinung geigen. Ja, war klar. Fahr du mal weg, du. Sei froh, dass ich hier abbiegen muss. Einsam durch die Nacht hier. Mit Hügelchen. Die Betonung liegt wirklich auf Hügelchen, ne? Komm schon, Duff, ehrlich. Das ist hier schwedisches Flachland und du kommst nicht richtig in Wallung. Wieder eine gerade Strecke. Der Duff zieht wieder. Ups. Natürlich auch nur ziehen bis zum nächsten Kreisverkehr hier. Kreisverkehr nicht vergessen. Beim Rausfahren wieder blinken. Alles vorschriftsmäßig erledigt. Der Jacqueline Chantal musste nicht mit der Hand Signal geben. Aber alles alleine gemacht. Kleine DAF gibt ja alles, ne? Aber 510 PS und über 20 Tonnen Ladung. Ist jetzt nicht so der Renner, muss man ehrlich sagen. Thank you.
Dann wird man lieber stehen. Ich weiß ganz genau, wenn ich komme, kommen hier alle anderen auch. Nee. Ich komme mal ganz alleine. Merkwürdig. Gar keiner da. Naja, ist auch 3.14 Uhr Ingame-Zeit hier mitten in der Nacht. Auch das, wenn das jetzt gar nicht so aussieht wie mitten in der Nacht, aber Skandinavien bleibt es ja länger gerne mal was hell in der Nacht. Ne? Dann wird es nicht ganz dunkel hier. Da können die anderen natürlich auch alle schon mal so ein bisschen schlafen hier im Spiel. Die tauchen dann gleich wieder alle zum guten Morgenverkehr auf. Ne? Seht ihr, da ist der erste Ungeduldige, der zum guten Morgenverkehr auch auftaucht schon. Ein sogenannter Frühkommer. Mandy aber auch wieder eine romantische Tour hier rausgesucht durch schwedische Wälder. Hat sie wieder gesagt, komm, feste Romantiktour, nicht die schnelle Strecke über die Autobahn, das kann ja jeder. Nee, du fährst schön die Romantiktour, mein Freund. Damit du im Rückspiegel auch den Sonnenaufgang sehen kannst. Dankeschön, liebes Navi. Dankeschön, Mandy. Hügelchen voraus, ne? Bisschen Fahrt aufnehmen. Das ist dasselbe. Dieses DAF-Getriebe nicht. Nein, wir werden keine Freunde mehr. Nicht in diesem Leben. Bisschen zügig. Das wäre ja was geworden. Wäre uns das gute Zeug hier umgekippt. Dann wären wir gar nicht mehr bis in die Berge gekommen. Dann hätten wir hier unseren eigenen Berg aufgebaut. Schon wieder nur auf zwei Rädern gefahren hier. Quasi. Puh. Diesen Schrecken brauche ich erstmal einen Beruhigungskaffee. Wir halten hier mal kurz an. Oh, ist aber gut besucht hier. Ich glaube, der Kaffee muss hier extrem lecker sein. Wenn hier alle stehen. Dann gesellen wir uns doch einfach dazu.
Ne, Jacquelinechen. Erstmal einen schicki Kaffee trinken. Genau. Ja, mit dieser Bombensensation, dass der Kaffee hier super sein muss, weil alle anderen Kollegen auch hier sind, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.